So, jetzt. Wilder Westen. Danke. Ciao. Arschloch. Danke, danke fürs mit reinreißen, du blöde Sau. Danke fürs mit reinreißen, du blöde Fotzensau. Mann. Naja. Ich denke mal, der dunkle Sand macht einen langsamer. Ach du Güte. Jo. Ja, aber oft habe ich, glaube ich, nicht Mist gebaut früher. Also war nicht oft. Das was war. Tatsächlich nicht. Ich wollte gerade sagen, hätte er mich schon wieder reingerissen. Wäre ich aber etwas stinkig gewesen. Richtig so. Einfach mal auf die Fresse kriegen, wenn man einen überspringen möchte. Ja. Yeah. Deswegen mag ich die KI manchmal. Sehr eng. Na, zum Glück sind die genauso doof wie ich. Was ist das denn für eine Musik? Die Musik hat was. So, das war doch die dünne Brücke, oder? Nee, das wird die dicke. Schade, dass er sich hier nicht... Ah, hat er doch. Okay, ja. Yeah. Das ist echt, also man, die Bremswirkung ist hier nicht so. Und man wird selbst immer etwas... Nee. Satan, die Ratten! Ich wollte ihn doch nicht auf den Kopf springen, du blödes Mistvieh. Sind wir wieder Platz 3 und das ist die letzte Runde. Wir müssen jetzt... Ja, ist richtig. Ist richtig. Danke. Puh, das war nicht so doll. Die mittlere Position. Ich hab's nicht verloren. Ich hab's halt nur nicht gewonnen. Hör mal auf, so dual zu denken. Es kommt, glaube ich, auch drauf an, wie starte ich, ne? So. Brav. So. Ihr Schweine. Euch zeige ich, was eine Harke ist. Ein Garteninstrument. Schade, ich dachte, ich könnte Skorpion wegballern, der geht mir auf den Keks. Also, die gehen mir alle auf den Keks, aber der ganz besonders. Ich glaube, hier sollte ich es vermeiden, sowas zu machen. Die überhole ich lieber normal. Du bist auch doof. So, hier überlasse ich das... Pass mal auf, Fräulein.
Wie das hat dir total geholfen. Das hat uns ja toll. Jetzt sind wir langsamer geworden. Das war ja hilfreich. Diese dumme diese Pfosten. Ja, oh, der hat sich noch gefangen, diese blöde Mistsau. Los, ich will den auf den Kopf. Ich kann doch nicht schon wieder Dritter werden. Alle so nah beieinander. Ich finde die Musik lustig. Boah, die sind jetzt aber hart geworden mittlerweile. Also, die Gegner werden härter. Eindeutig. Und der, diese Ecke hier, ne? Wenn du da kein Mega... Ne? Genau so. So. Arsch. Köppe. Und ich befürchte was. Ich befürchte, dass selbst der zweite Platz sich verloren heißt. Natürlich. Platz 1 bis kurz vor Schluss. Haben wir jetzt auch gewonnen? Bitte. Bitte. Was soll denn das? Nur wenn man Platz... Also, das verstehe ich nicht. Naja. So, ne? Wer anderen eine Grube gräbt und so. Danke, du Fotzenkopf, du Arschgefickter. Pass mal auf, Fräulein, pass mal auf. Wo bist du, Mistfotzenkopf? Du auch Mist und du Mistfotzenkopf. Ihr alle Mistfotzenköpfe. Lasst mich in Ruhe. Ah, ihr Fotzenköpfe, ihr alle, ne? Also ich werde mich hier rein. Also ich werde, also ich werde, also ich werde, also ich werde, ich werde, 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 werde. Was für ein Mistkopf. Vor allen Dingen immer Level, also immer auf dem ersten Platz und jetzt fällt es uns auf einmal so schwer. Danke. 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 Es sollte einen Überspringen-Button geben, wenn man das Level oft genug probiert hat. Aber wenn es das überall gäbe, müsste man ja gar nichts mehr tun. So. Es ist zumindest noch nicht so, wie es bleiben kann. Aber es ist schon besser. So, zum Glück hat der da eben gerade einen Absturz erlebt. Ja, ich bin hier vorsichtig bei dir auf diesen Feldern. Jetzt sowieso. Wow, zack. Ich heb mir das auf. Ich heb's mir echt auf. So, letzte Runde. Hierfür jetzt zum Beispiel. Der Winkel war zu steil, mein Lieber. Ah, genau, und der überlebt's.
Ich hasse diese Steuerung manchmal. Und ich hasse das Spiel. Nein, eigentlich nicht, aber eigentlich doch. Aber ich hab gefälligst zu gewinnen. Ich hab zu gewinnen, hab ich gesagt. Hast du das nicht verstanden? Oder muss ich mich jetzt in die Spieldateien hacken, um mich da überall als Gewinner einzutragen, du Huren? Du Huren! Alter, was geht? Es ist doch wohl nicht zu glauben. Okay, ich hab's oft genug verloren, meine Lieben. Vielleicht spielen wir es irgendwann nochmal, wenn ich alles freigestellt habe, dann das werde ich tun. Mich in die Dateien reinfummeln, um mich da als Gewinner einzutragen, weil wenn es auf dem einen Weg nicht geht, geht's halt auf dem anderen. Ich bin ja kein Vollpfosten. Der König der Geschwindigkeit, aber etwas kompliziert. Normales Rennen, Achtung, böser Wolf. Aha. Gebirgsweide Südhang, Gebirgsweide Westhang, hohe Berge ewiges Eis und der Gletscher. Ferner Westen der Great Canyon. Der Gletscher. Versuchen wir es mal. Ich möchte nur mal kurz wissen, wie sein Handling ist. Ich weiß doch. Das Handling ist echt fürchterlich mit ihm. Also lenken geht gar nicht. Nur sehr langsam. Also der ist nur auf großen Strecken gut. Also auf langen Strecken. Ey, das geht ja gar nicht. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Steuerung von ihm fürchterlich finde? Also der ist schnell, ja. Aber er ist kaum zu lenken. Das ist ja wohl. Nein. 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 Nicht dieses Schaf. Nicht dieses Schaf. Nein. Koppel. Beweglich und flink. Also vielleicht gut. Ja, wenn schon. So, machen wir nochmal den hier vielleicht. Mal gucken. Ja, ich hab's selbst eingestellt, Spiel. Ich weiß es. Eieiei. Der ist echt beweglich und flink. Also die Beweglichkeit ist hier super. Also der ist echt super. Also im Lenken. Man könnte immer aufhören, mich alle zu überrunden, ihr Hurensöhne. Also wie gesagt, er ist echt super im Handling. Der lässt sich sehr geschmeidig lenken. Und zielgenau. Wollte gerade den Wolf abschießen. Aua. Fräulein. Erst schießt du mir einen Huhn in den Nacken und dann so. Pass mal auf. Da. Arschkrampen. Verloren und so gehört sich das für dich, Mistsau. Nee, also das Handling ist bei ihm super. Der driftet nicht so stark und
Der ist sehr zügig zu lenken. Die Geschwindigkeit ist okay. Aber eben die Zielgenauigkeit, die finde ich super. Gerade bei so einem Spiel finde ich es wichtig, dass sie zielgenau sind. Ja, das war sehr intelligent. Also, das ging ja gar nicht besser. Da haben wir natürlich wieder ein bisschen was eingebüßt. Aber das, ich glaube, mit ihm ist es leichter zu schaffen da im Wilden Westen. Gerade weil eben da viel Zielgenauigkeit ist, weil wegen enge Brücken und so ein Scheiß, ne? Bock, 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 bock. Gut, das ist, was ich wissen wollte. Das ist, was ich wissen wollte. Ich probiere trotzdem noch mal kurz die anderen aus. Ein robuster Bock, schnell, gute Bodenhaftung, allerdings lethargisch. Wir versuchen es mit Omer. Schnelles Rennen. Achtung, böser Wolf. Ruhig hier, damit ich direkt drin bin. Also nicht im Wolf, sondern, ne? Im Canyon. Ich habe mich nur gerade gewundert über die Geschwindigkeit dieses Viechs. Ey, du Sau. Also springen geht mit ihm nicht so gut. Also der ist schwer. Verdient, ihr beiden. Dieser Springen ist mit ihm ein bisschen knapp. Die Geschwindigkeit ist allerdings recht gut. Und dann nimmt die Kurven auch ziemlich steil. Das finde ich sehr gut. Wisst ihr, was wir machen? Ich habe eine tolle Idee. Ich habe eine ganz tolle Idee. Wir nehmen ihn. Und vielleicht auch heute noch. Wir nehmen ihn einfach. Warum, weißt du, fortsetzen? Weil, warum nehmen wir ihn nicht? Warum spielen wir denn da so aus Spaß? Und, ne, wenn wir direkt auch was probieren können. Weil wenn wir jetzt gewinnen und müssen es gar nicht... Ich bitte euch, wie wäre das denn? Und er erholt sich zum Glück auch schnell. Also er bleibt nicht lange unten. Er ist schnell wieder einsatzbereit, wenn man übersprungen wird. Ja, ja. Von daher, das finde ich echt gut. Schön in den Abgrund. Genauso gehört es sich für einen dämlichen Dämlichen. Oder Leute, die nicht schnell genug abbremsen können. Fräulein, du willst hoch hinaus? Danke, danke, dass du mir die Geschwindigkeit genommen hast. Das hast du davon. Ja, ja, aber hier sind die auch ein bisschen gemeiner, ne? Als im, ja, 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 Fräulein. Fühlt ihr euch mal toll. So. Selber. Ja, der Bock ist schon praktisch, weil er ist, wie gesagt, nicht so lange down und hat eine recht zügige Geschwindigkeit. Einziger Nachteil, er slidet doch noch sehr, also der ist nicht so gelenkig wie der andere. Aber diese, dass jeder halt so seine Stärken und Schwächen hat, das finde ich genial. Meine Schwäche ist manchmal auch einfach nicht zu springen. Hallo, genau so.
Mist. Das, die Musik, ich finde die Musik genial. Ich finde die so lustig. Wie doof die manchmal sind, ne? Dass sie das echt dreimal hintereinander da versuchen, auf einen, der geschützt ist. So. Hier versuche ich es ungern an der Stelle, weil die meisten da versagen. Und wir sehen, er hat hier auch die Führung auf dieser Strecke. Also eben er als Computer-User. Ja, haut mir schön einen rein. Hallo, das ist die letzte Runde. Immer so kurz vor knapp wird es hier noch zu eng. Ja, danke. Danke, danke. Hat also mit ihm auch nicht funktioniert. Dann versuche ich es nochmal. Ich werde natürlich... Ich habe hier nicht ewig Geduld. Beenden. Nee, ich habe da ganz oft auf Knopf gedrückt. Boah, ich habe schon richtig Nacken. Ich habe richtig Nackenschmerzen gerade. Und weil ich jetzt ein paar Stunden schon auf den Bildschirm gucke... Vielseitigkeit ist in jeder Situation zu Hause. Roland. Transhumanz. Wir versuchen es mit ihm halt auch nochmal. Und danach würde ich es nochmal mit dem Flinken versuchen. Wenn wir es denn nicht schaffen, dann fummel ich halt in die Dateien rein. Weil dann geht's ja nicht. So. Wie lenkt er sich denn so? Er hat schon mal wieder eine fürchterliche Gelenkigkeit. Also eine eben nicht vorhandene. Ja, danke, 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 danke. Danke für das Gespräch. So, nee, also er ist nicht sonderlich gelenkig. Er ist halt von allem die Mitte, nämlich nichts. Also, nicht wirklich. Schon wieder letzter Platz hier. Ja, wie gesagt, das Spiel ist lustig, aber... Naja. Anstrengend. Oft. Naja, da ist so eine Ecke, bei der man öfter mal, ne? Ja, danke, dass du da so schön vorläufst. Es war mir eine Ehre, mit ihnen Geschäfte zu machen. Unglaublich. Ja, danke. Das war gut. So, fast schon wieder in den Abgrund. Also ich finde die Ecke da, also ich finde hier alle Abgründe in diesem Spiel sind gemein. Als ob ich dir das überlasse. Ich will das Huhn nicht. Zack. Nun, wär doch nicht so langsam, nur weil er dich einmal getroffen hat. So, aber er ist der Einzige, der mir hier gerade gefährlich ist. Menno! Komm, in deinen Abgrund. Menno, ich wollte ihn in den Abgrund, doch nicht so. Kann ich ihn gerade nicht mal mehr überspringen. Danke, danke. Ich habe da auf Springen gedrückt, du Mistkind. Wäre wenigstens gegen den Bullen gelaufen. So wird es jetzt echt eng. Bitte, bitte, Rakete, Rakete, Rakete. Es kann uns auch ein Segen sein, wenn wir es schaffen, ihn nochmal zu überholen.
Bitte, wir müssen es schaffen. Wir müssen es schaffen. Bitte. Zack, Alter. Zack, Alter. Fuck, Alter. Sie haben das Rennen gewonnen. Meine Fresse, war das knapp. Scheiß doch auf die allen Schätze. Nehmen wir Roland, solange wie es funktioniert. Das habe ich übrigens noch nie geschafft. Also ich war hier auch in dieser Gegend nie. Kannst mich mal. Nicht nur du kannst einen Schutz dauernd drauf machen. Dumme Sau. Dumme Sau. Ey, du dumme Sau. Du Klausau, du. Ich wollte eigentlich das extra einsammeln, aber von mir aus auch so. Ist richtig. Das langste Schee macht, ne? Ist mir auch egal, gerade Schätze einzusammeln oder sowas. Es geht mir nur ums Gewinnen. Gewinnen. Ich weiß es auch nicht, ob auf jeder Strecke bestimmte Schafe Vorteile oder Nachteile haben. Das wir eben jetzt mit Roland das gepackt haben, weil da halt so viele Sachen in der Strecke waren, die gemein waren. Ich habe doch nicht gesagt, guck mal, wie kann man das machen, dass man jemanden nicht anvisiert? Guck mal, dieses Gleiten, wie viel Zeit einem das kostet gerade. Danke fürs Gespräch. Toller Spielfehler. Habt ihr toll programmiert. So. So, das ist nicht bugfrei, ne? Aber... Uff, letzte Runde. Dafür geht's. Das, naja. So, da haben wir unsere Nummer 1. Ich sehe, da ist eine dicke Abkürzung auf der Strecke, die ich noch nicht gesehen habe. Danke, hast du ja alle, ne? Spiel, du hast mich echt lieb. Und dass du den auch immer so schön anvisierst dann, der da vor einem liegt, ne? Also egal, was man will. Naja, war schon mal Platz 2, ne? Ich finde seine... Ich finde es aber auch nicht so toll bei... Also seine Lenkung finde ich nicht toll. Schafskoppel. Ich fand ihn hier bisher, glaube ich, am besten zu lenken. Ich guck mal in die Transhumanz rein. Setzen wir mal fort. Versuchen wir es mal mit ihm. So. Aha. Wie sich mal alle über einen Haufen rennen, das ist so nervig manchmal.
da schafft man sowieso fast nie. Gibt's doch gar nicht. Danke, du Fotzenwichser. So. Das ist, zum Beschleunigen geht dieser Sand an der Seite scheinbar gar nicht. So. Danke, das war echt. Ah, hab ich gebraucht. So, kleiner Vorsprung. Brauche ich nicht. Komm, jetzt hier keine fiesen Mantenten. Brauche ich nicht. Oh, ich finde das sehr lustig, dieses Lied, muss ich sagen. Hm, klau es mir mal weg, der du schon eins hast da gerade. Ja, das ist wieder diese Stelle, ne, wo man dann einfach mal Pech gehabt hat. Hast du verdient, da in die Schlucht zu fallen. Ich sagte, du hast es verdient, in die Schlucht zu fallen. Aber Platz 1, obwohl ich reingefallen bin. Das ist mal ein Fehler, der für einen arbeitet. Na, fortsetzen natürlich. Jetzt sag nicht, jetzt müssen wir das mit dem Wolf machen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Vor allen Dingen diesen komischen Gletscherweg, den haben sie nicht mit Wolf gemacht, ne? Oder ist der etwa mit Wolf schwerer? Ich will's nicht, aber ich will's nicht hier wissen. Na, wer hoch hinaus will, ne? Weißt du, du musst mich zweimal überspringen, um mich wirklich zu holen, du blöde Sau. Also ich muss sagen, ich finde die Gelenkigkeit von ihm bisher am praktischsten. Danke, danke für, ne? Gerade lobe ich dich noch und dann kommst du nicht um die Ecke. Du mager Quark, du. Oh, ihr Fotzenwichser, weißt du? Ja, ja, Wolf. Wir kuscheln noch, aber nicht jetzt. Nicht in der ersten Runde, das wüsste ich aber. Hi. Ich hab's nur mal gemacht, um zu sehen, wie das mal ist, ne? Also ich jetzt natürlich. Liebe Laien. Es ist lustig und ich behalte das Spiel auch auf Platte, aber verzeiht mir, wenn ich euch sage. Erstmal tschüss. Ich mach gerade Ben. Ist ein lustiges Spiel, ne? Das mag ich. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich werde 2 Folgen hieraus machen. Da könnte aber sicher sein, weil ich kann nicht immer so lange Folgen jetzt machen, nur weil mir das Spiel gefällt. Black Sheep Studios heißt das also. Okay. Black Sheep Studios und wie hieß das andere? Die Sage vom Odysseus. Die schneide ich beide mal aus.
und mache einfach einen zweiten Ordner und den nenne ich hier, nee, warte mal, da ist doch noch ein Ordner, der heißt einfach nur Spiele und da ist die Sims momentan drauf, also Sims 1, mache ich die beiden da mal mit rein. So, um mir das zu merken. Also vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns gerne morgen wieder, wenn ich bis dahin wieder was aufgenommen habe. Sonst, sobald ich wieder was aufgenommen habe. Und bis dahin, tödelö.